Die religiösen Kulte des Altertums erweckten die dunklen Geheimnisse des Okkulten zum Leben, die verborgene Welt des Übernatürlichen. Forscher entdeckten jetzt, dass die Kulte der alten Welt und ihrer Geheimgesellschaften auf einer Fülle von technologischem Wissen beruhten. Wie nutzte ein antiker Kult die Naturwissenschaft, um mit Geistern zu kommunizieren? Wie flößten mechanische Techniken einer Christusstatue Leben ein? Welches tradierte Wissen schützte einen heiligen Ritterorden und seine Stadt vor dem sicheren Untergang? Wie bildete eine antike Kultur die Mysterien der Hölle nach, einer kürzlich entdeckten Unterwelt, die zuvor noch keine Kamera gesehen hatte? Ursprung der Technik untersucht die Geheimwissenschaften des Okkulten. In der Erforschung des Okkulten trifft die Wissenschaft auf den Spiritualismus. Neue Entdeckungen unter diesen alten Tempeln enthüllen, dass die Menschen der Antike Technologie und Religion kombinierten, um eine okkulte Unterwelt zu erschaffen. Die Geschichte beginnt im alten Mexiko mit der geheimnisvollen Maya-Kultur. Man könnte leicht meinen, dass Okkulte bestehen nur aus Mythen und Erfindungen. Doch wenn man Archäologie und Wissenschaft zu Rate zieht, gelangt man zur Wahrheit und den zugrunde liegenden Fakten. Etwa 600 Jahre nach Christus befanden sich einst große antike Städte in Europa im Niedergang, während die Stadt Chichen Itza aufstieg. Tempelanlagen wurden am Sonnensystem ausgerichtet. Dies erforderte fortgeschrittene Kenntnisse in Geometrie und Astronomie. Sie griffen nach den Sternen, dem Wohnsitz des Sternengottes und zahlloser weiterer Gottheiten, während in der Unterwelt die Totengötter herrschten. Die Mayas haben alle ihre Tempel mit Glyphen, Inschriften und Reliefs versehen. Sie gestatten uns unglaubliche Einblicke in ihr Leben und ihre Kultur. Besonders aufschlussreich ist ein geheimnisvolles Dokument aus dem 16. Jahrhundert namens Popol Vuh. Das Popol Vuh ist eine heilige Schrift, die im 16. Jahrhundert aus antiken Schriftzeichen transkribiert wurde. Es beschreibt eine okkulte Unterwelt, die Xibalba genannt wird. Xibalba ist die Unterwelt der Maya. Es ist der Ort, zu dem alle Seelen streben, bevor sie ins Nachleben eintreten können. Nur der Weg ins Xibalba ist nicht einfach. Die Seele muss viele Opfer auf sich nehmen, um in den Genuss des Nachlebens zu kommen. Im Mythos lebt Xibalba weiter. Aber könnte es tatsächlich tief unter der Erde verborgen existieren? Die antike Maya-Kultur verknüpft Xibalba mit den Zenoten. Dies sind natürlich vorkommende Krater, die sich im Laufe der Jahrtausende mit Regenwasser gefüllt haben. Dieser Zenote ist die Wasserquelle für die ganze Stadt Chichen Itza. Ohne ihn hätte die Stadt nicht überlebt. Er war so wichtig, dass man ihm einen Opferweg, ein Sakbe, über die ganze Strecke durch den Dschungel baute. Im Zenote entdeckten die Archäologen Überreste von Menschenopfern. Kleine Kinder und selbst lebende Frauen wurden hineingeworfen. Könnte das echte Xibalba unter einem Zenoten liegen? Nutzen wir die Hinweise, die das Popol Vuh gibt, dann können wir beginnen, den heiligen Code der Maya zu entschlüsseln. Das geht nur in Xibalba selbst. Wir müssen in einen Zenoten tauchen. John Naylor und ein Team von Höhlentauchern versuchen es. 110 Kilometer westlich von Chichen Itza suchen sie nach Beweisen für diese antike Unterwelt. Zugegeben, es ist unglaublich aufregend. Wie viele Menschen haben das Privileg, eine solch wichtige archäologische Stätte in einem Tauchgang zu erkunden? Das Team ist von der Fülle der architektonischen Details überwältigt. Unterirdisch wurde dergleichen fast noch nie gesehen. Sie entdecken ein Sakbe, einen rituellen Weg, der die Maya-Tempel mit den kultischen Zentren verbindet. Beweist dies, dass hier unterirdische rituelle Opferungen stattfanden?
Ein Pfad wie dieser dient rituellen Zwecken, vielleicht Pilgerreisen. Der Pfad erstreckt sich über gut 90 Meter. Er ist aus Kalksteinen des Umlandes gefertigt, die mit Werkzeugen in Form gebracht wurden. Wie alle Maya-Architektur entstand auch dieses Bauwerk von Menschenhand. Sein Grundriss legt nahe, dass es zu einer Opferstätte für den Regengott Charg führte. Dieser Sakbe ist der Beweis für ein unterirdisches Bauwerk und absolut einzigartig. Der Zeitaufwand, um die Blöcke zurechtzuschneiden, sie hierher zu bringen und zu verlegen, zeigt, wie überragend wichtig es ihnen war. Diese neue Entdeckung tief unter der Erdoberfläche deutet darauf hin, dass die Maya diesen Ort ebenso heiligten wie ihre Tempel, die in den Himmel reichten. Vielleicht ist Xibalba mehr als nur ein Mythos. Die heilige Schrift Popol Vuh beschreibt Kammern von höllischer Hitze. Die Temperaturen hier unten erreichen bis zu 38 Grad Celsius. Überall gibt es Fledermäuse. Eine der Kammern von Xibalba heißt Haus der Fledermäuse. Da haben wir die Fledermäuse. Es sind Tausende, die ständig herumflattern. Kein Wunder, dass die Maya dies zu ihrem Heiligtum machten, der Pfad in die Unterwelt. Die alten Maya stellten ihr technisches Wissen in den Dienst der Religion. Zu unseren Füßen liegt das Reich der Totengötter. Endlich befinden wir uns in dem riesigen Wasserreservoir, zu dem der Damm führt. Wir stehen auf den letzten Stufen und haben Zugang zu der Höhle direkt vor uns. Man kann sich leicht vorstellen, wie die Maya sich fühlten, wenn sie diesen Damm, diesen heiligen Pfad herunterkamen. Es ist unheimlich, besonders wenn die Fledermäuse einem vor dem Gesicht herumschwirren. Aber zugleich ist es aufregend. Wenn man hier unten ankommt und ein Becken voll unglaublich klarem Süßwasser vorfindet, in dieser trockenen Gegend von Nord-Yucatan, dann muss es ein Geschenk der Götter sein. Trotz all der Entdeckungen, die das Team macht, scheint die Unterwelt nicht zu halten, was der Mythos verspricht. Dem heiligen Text Popol Vuh und den Tempelreliefs zufolge führt der Pfad der Toten nach Westen, auf den Weg zur Nachwelt. Warum ist er vom Wasser versperrt? Etwa weil der Wasserspiegel im Lauf der Jahrhunderte gestiegen ist? Um diese Frage zu beantworten, ist es an der Zeit, die Tauchausrüstung anzulegen und den Höhlenkomplex weiter zu untersuchen. Entdecken, dass sie nicht am Ende des Höhlensystems sind. Es dehnt sich noch viel weiter in die Finsternis aus. Je weiter sie vordringen, desto mehr Kammern entdecken sie. Manche besitzen Luftkammern, die es erlauben, die Sauerstoffgeräte abzunehmen. Könnten hier die im Popol Vuh beschriebenen Dämonen leben? Wir kommen in die erste Kammer. Sie ist wirklich schön. Sie ist wundervoll geschmückt mit Stalaktiten und Stalagmiten. Stalaktiten und Stalagmiten bilden sich nur an der Luft. Dies liefert den Beweis, dass die Höhlen einst trocken waren und dass der Wasserspiegel angestiegen ist. Das Popol Vuh spricht von einem Haus der Messer, einer Kammer, die mit Schneiden und Klingen gefüllt ist. Die Seelen der Toten müssen sie auf ihrer Reise nach Xibalba überwinden. Hat sie so ausgesehen? Wir kommen dann in einen anderen Raum, der eine große Luftkammer hat. Man kann hindurchlaufen, um in den nächsten Raum zu gelangen. Dort geht man wieder unter Wasser und beim Auftauchen gelangt man in den nächsten Raum. Es ist wirklich aufregend. Man spürt diese gewisse Energie, die aus dem Respekt und der Sorge für diesen Ort erwachsen ist. Es ist, als betrete man eine andere Dimension. Diese Entdeckungen ähneln auf unheimliche Weise dem Xibalba, wie es das Popol Vuh beschreibt. Es ist fantastisch, denn man gelangt ans Ende des Weges nach Xibalba. Direkt davor findet man eine Höhle, die exakt nach Westen weist. Das ist spannend, weil es dem Weg nach Xibalba entspricht. Xibalba.
Die Maya hatten eine Vorstellung von der Unterwelt, die einem realen Ort entspricht. Sie bevölkerten ihn mit Göttern und den Seelen der Toten. Unsere unterirdischen Entdeckungen liefern weitere Beweise für die Verbindung des Realen und des Okkulten in der Maya-Religion. Unsere nächste Entdeckung beschäftigt sich mit dem Gebrauch von Technik in mittelalterlichen Kirchen. Ursprung der Technik enthüllt, wie eine lebensgroße Jesus-Skulptur zum Leben erweckt wurde, um den Gläubigen im 16. Jahrhundert Ehrfurcht einzuflößen. Religionen und Kulte auf der ganzen Welt sind von Mysterien umwoben, die durch Rituale und dunkle Geheimnisse vertieft werden. Einige der mutmaßlichen Wunder trotzten über Jahrhunderte der Logik. Im England des 16. Jahrhunderts flößte eine lebensgroße Figur von Jesus Christus den Gläubigen Ehrfurcht ein, indem sie zum Leben erwachte. Sie war in der Lage, die Stirn zu runzeln, zu lächeln, die Arme und Beine zu bewegen. Das Ganze musste der versammelten Gemeinde wie pure Magie vorkommen. Die Figur war bekannt als heiliges Gnadenkruzifix oder Jesu Kreuz der Gnade. Es gehörte den Mönchen der Abtei Boxley, einem Dorf knapp 50 Kilometer östlich von London. Die Legende verbreitete sich rasch und Pilger aus ganz Europa fanden sich in dem Dorf ein, um sich in den Bann der wundersamen Regungen ziehen zu lassen. Vergessen Sie nicht, wir sprechen hier von einer Gemeinde von Analphabeten. Ihren Glauben gab ihnen die Kirche vor. Das Bild eines beweglichen Christus muss einen überwältigenden Eindruck gemacht haben. Das Kruzifix wurde vor einem Schirm, genannt Kreuzschirm, mitten in der Kirche aufgestellt. Es stand im Zentrum der Anbetung. Hinter dem Schirm begann der Altarbereich, der Ort, an dem tagtäglich das Mysterium der Verwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi vollzogen wurde. Der Gekreuzigte steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dort konnten die Menschen über sein Leid nachdenken. Die Auferstehung Jesu von den Toten steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Sein Todeskampf am Kreuz ist ein machtvolles Bild. Im Mittelalter wurden solche Figuren so lebensecht wie möglich nachgebildet. Die Figur in Boxley geht noch einen Schritt weiter. Aus lebensecht wurde lebendig. Als Antwort auf ein Gebet oder eine Spende würde Jesus die Augen öffnen oder die Lippen bewegen. Hinter mir an der Wand sehen wir Gemälde von Himmel und Hölle. Für eine Gemeinde der Tudor-Zeit waren dies reale Orte. Der sich bewegende Christus ließ sie wirklich werden. Wenn Christus lächelt, bist du gerettet und wirst erlöst. Du wirst in den Himmel kommen. Schaut Christus finster, dann winkt dir die Hölle. Was brachte eine leblose Holzfigur dazu, sich zu bewegen und zu sprechen? Waltete hier eine höhere Macht, die einem unbelebten Objekt Leben einzuhauchen vermag? Oder waren hier eher menschliche Mittel am Werk, die die Naivität der Gläubigen ausnutzten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns Augenzeugenberichte aus der Zeit ansehen, als das Geheimnis des Gnadenkreuzes gelüftet wurde. Das 16. Jahrhundert in England war eine Zeit immenser religiöser Erhebungen. Eine Zeit, in der Männer und Frauen bereit waren, für ihren Glauben zu sterben oder zu töten. Der damalige König Heinrich VIII. Entschied sich, Englands Bande mit der Kirche Roms zu lösen, weil der Papst ihm die Scheidung von Katharina von Aragon verweigerte. Damals war die Einheit der westlichen Christenheit für immer zerschlagen. Heinrichs Bruch mit der Kirche von Rom ist deshalb ein so unerhörter Schritt, weil er der erste König ist, der dem Papst die Stirn bietet. Sein Verhalten ist daher groß, kühn und charismatisch. Nach dem Bruch mit Rom zerstörte Heinrich VIII. Die Klöster, um sich ihrer immensen Reichtümer zu bemächtigen. Um sich die Unterstützung der Bevölkerung zu sichern, ließ er finanzielle und sexuelle Ausschweifungen der Mönche aufdecken. 1538 lieferte ihm einer seiner Handlanger einen Bericht, der zeigte, dass hinter dem Wunder der Mönche von Boxley Betrug steckte. Ein Mann namens Geoffrey Chamber spricht über das Gnadenkruzifix in der Abtei Boxley. Bei der Verwüstung des seligen Klosters Boxley und beim Bildersturm auf das Gnadenkruzifix, welches Gegenstand großer Ehrfurcht gewesen war, fand man gewisse Vorrichtungen, alte Drähte und alte verrottete Stäbe an dessen Rückseite, mittels derer sich Augen und Kopf bewegten.
Die Entdeckung von Drähten im Gnadenkruzifix durch Geoffrey Chamber entlarvte es als Tempelmaschine. Ein unbekannter englischer Zimmermann hatte sie entworfen. Sie wurde von einem versteckten Mönch bedient. Wie genau die Mönche den Apparat bedienten, ist nicht klar. Der physische Beweis wurde zerstört. Wir können mutmaßen, dass der Kopf der Figur von der Rückseite aus schwenkbar war. Die Augenbewegungen wurden über Drahtzüge gesteuert, genauso wie die Unterlippe, um Sprechen vorzutäuschen. Das Gnadenkruzifix wurde abgenommen und an verschiedenen Orten in Kent und schließlich in London zur Schau gestellt. Der Grund dafür war, London war damals bereits die größte Stadt der Welt. Die Entlarvung eines Wunders als mechanischer Trick diente Heinrich vorzüglich. Das ganze Geschäft mit dem Kreuz von Boxley war ein Schaustück von Heinrichs Reformation. Es wird in London herumgezeigt, am königlichen Hof zur Schau gestellt und schließlich feierlich verbrannt. Damit sollte bewiesen werden, dass die alte Kirche voller Lug und Trug war. Warum taten die Mönche so etwas? Handelte es sich um die mechanische Erweiterung der Fresken und Figuren, die die Frömmigkeit der Gläubigen stärken sollte? Oder geschah es aus Habgier, um naive Pilger ihres Geldes zu erleichtern? Wir werden es wohl nie erfahren. Unsere nächste Entdeckung aus dem Altertum dreht sich um den erbitterten Kampf zweier Weltreligionen. Wir untersuchen eine religiöse Geheimgesellschaft, die die Kriegskunst in den Dienst Gottes und ihres eigenen Überlebens stellte. Ursprung der Technik hat untersucht, wie durch technischen Einsatz der religiöse Glaube gestärkt wurde. Erfahren Sie nun, wie durch religiös inspirierte neue Technologien Feinde besiegt wurden. Im frühen Mittelalter wurde der Johanniterorden in Jerusalem gegründet, um kranke Pilger zu pflegen. 1530 wurde der Hauptsitz nach Malta verlegt. Fortan bürgerte sich der Name Malteserritter ein. Die Malteserritter widmeten sich der spirituellen und militärischen Verteidigung des Christentums. Der Orden ist einmalig. Er begann als Mönchsorden. Der einzelne gelobte mönchische Armut, Keuschheit und Gehorsam. Es wuchs auch ein Ritterorden heran, der den Glauben verteidigte. Die Johanniter befanden sich im religiösen und militärischen Konflikt mit dem Osmanischen Reich, das den gesamten Mittelmeerraum zu überrennen drohte. 1565 drohte der Insel Malta die Vernichtung durch eine Invasionsarmee des osmanischen Sultans Süleyman des Großen. Zu dem Zeitpunkt, als die Ottomanen ihre Armee an Land absetzten, hatte diese eine Stärke von mindestens 25.000 Mann. Wahrscheinlich konnten weitere 10.000 nachkommen. Die Christen verfügten über deutlich weniger Männer, insgesamt vielleicht 6.500. Der Orden war 1:4 in der Unterzahl. Bei Betrachtung der bloßen Zahlen scheint es, dass die Ritter Übermenschen waren. Sie besiegten die vierfach stärkeren osmanischen Truppen, obwohl diese die Elitesoldaten des mächtigsten Mannes der Welt waren. Wie gelang es den Rittern, ihre verschwindend geringen Chancen zu nutzen? Gebet und Glaube gaben ihnen zweifellos großen Mut und Kraft. Sie hatten eine vierwöchige Belagerung geplant, aber sie dauerte 4 Monate, verbunden mit unheimlichen Verlusten. Der Orden würde nach Gottes Willen überleben oder in Malta untergehen. Die osmanische Flotte war mit über 200 Schiffen die größte Invasionsmacht seit der Antike. Beim Anblick dieser riesigen Streitmacht sank allen Maltesern der Mut. Lavalette, der damalige Großmeister, wusste, dass dies bevorstand. Aber niemand war zu Hilfe gekommen. Sie waren eine kleine Streitmacht und fragten sich, wie sie das überleben sollten. Um zu siegen, kombinierte der Orden eine der ältesten menschlichen Ressourcen mit Technologie. In der gesamten Militärgeschichte hat man versucht, das Feuer für sich zu nutzen. Es war das zerstörerischste Element, das dem Menschen damals bekannt war.
Johanniter machten sich das Feuer militärisch zunutze, wie die byzantinischen Griechen und die Napalmen und Flammenwerfer des 20. Jahrhunderts. Die Nationalbibliothek von Malta beherbergt kostbare Dokumente aus der Zeit vor der großen Belagerung. Andrew Lambert hat hier ein Dokument über die mögliche Existenz der bevorzugten Feuerwaffe der Ritter gefunden. Das hier ist das Balbi-Manuskript. Es ist der erste Originalbericht über die Belagerung von Malta. Es wurde von einem Augenzeugen verfasst. Wenige Jahre nach der Schlacht wurde es gedruckt. Dies ist das wichtigste Einzeldokument zur Belagerung Maltas. Der Text beschreibt lebendig die schrecklichen Zerstörungen durch die türkische Artillerie während der Besatzung. Hier auf Seite 39 beschreibt Balbi den Beginn des türkischen Bombardements der Festung St. Elmo in der Nacht. Die Geschosskörper, die von beiden Seiten abgefeuert wurden, waren so hell, dass sie die Nacht zum Tage machten. In diesem Bericht ist die Beschreibung einer vernichtenden Waffe enthalten, die die Ritter einsetzten. Sie wurde als Trompete bezeichnet. Dabei handelte es sich um einen Flammenwerfer. Er überzog die Angreifer auf den Festungsmauern mit einem Feuerschwall. Manchmal war darin auch eine Abschussvorrichtung für einige Kugeln eingebaut. Balbi schildert, wie die Trompeten funktionieren. Damit können wir eine Replik anfertigen. Können diese Objekte im Test, was sie laut Balbi in der Festung St. Elmo konnten? In Großbritannien wagt sich der Schmied historischer Waffen Ian Henn an die Nachbildung der ritterlichen Militärtechnik. Er versucht, einen Flammenwerfer, wie von Balbi beschrieben, nachzubauen. Dazu benutzt Ian Henn Eisenblech, das er zu einem Rohr rollt, wodurch eine 3,65 Meter lange Trompete entsteht. Das Metall wird auf über 1000 Grad erhitzt und trompetenförmig geschmiedet. Ob sie funktioniert, wissen wir erst nach einem richtigen Testfeuer. In einem stillgelegten Steinbruch testet Ian Henn den Flammenwerfer der Ritter aus dem 16. Jahrhundert. Wir benutzen modernes Schießpulver, das dem Pulver von damals her ähnlich ist. Es hieß damals Kornpulver und war seit etwa 150 Jahren gebräuchlich. Es ist modernem Schwarzpulver sehr ähnlich. Henns erster Test prüft die Kapazität der Trompete als Flammenwerfer. Das Schießpulver wird in die Mündung geladen und mit einer Lunte gezündet. Der erste Test zeigt, dass die Trompete auf kurze Distanz vernichtend sein konnte. Was wir soeben gesehen haben, ist ein höchst effizienter, frühmoderner Flammenwerfer. Die wallenden Seidenroben des Feindes gerieten sofort in Brand. Ein Durchbruch durch die Verteidigungslinien kam dann nicht mehr in Frage. Sie wollten nur ihre brennende Kleidung loswerden. Was die Trompete noch wirkungsvoller machte, war ihre Option zum Zwei-Phasen-Angriff. Die Texte berichten, dass nach den Flammen Projektile herausschossen. Dazu füllte man erneut Schießpulver am Ende der Blechkammer ein und lud Projektile. Ian Henn führt dies an der Trompete vor. Zunächst wirft das Team Flammen. Dann zündet es die zweite Ladung aus kleinen Steinen und Metallsplittern über das Zündloch am Ende der Trompete. Es gab eine Menge Flammen, Rauch und Lärm, sogar zweimal hintereinander. Man riskierte, in Brand gesetzt oder erschossen zu werden. Diese Flammen und das Lodern waren furchterregend. Die Tests bestätigen, dass die Trompete eine effiziente Feuerwaffe auf kurze Distanz gewesen sein konnte. Bei einem Sturmangriff auf eine Festung hätte sie genau das geleistet, was Balbis Text beschreibt. Sie kombiniert einen schrecklichen Feuerstoß mit einer tödlichen Geschosssalve. Doch die Trompete ist nicht die einzige außergewöhnliche Waffe, die Balbi erwähnt.
Das alte Manuskript erzählt vom siegreichen Einsatz einer noch fataleren Geheimwaffe der Johanniter. 1565 auf der Mittelmeerinsel Malta. Der Ritterorden der Johanniter wird von der zahlenmäßig vierfach überlegenen Streitmacht des osmanischen Herrschers Süleyman des Großen belagert. Der außergewöhnliche Sieg der Ritter in ihrem heiligen Krieg war zum Teil der Entwicklung furchterregender Waffen zu verdanken. Der Historiker Andrew Lambert untersucht die geheimnisvollen Fertigkeiten der Waffenschmiede der Malteserritter. Er beginnt bei der Festung St. Elmo, dem Ausgangspunkt der Belagerung. Hier haben die türkischen Galeeren Aufstellung genommen, bereit, die Festung zu bombardieren. Es waren Dutzende, jede mit zwei oder drei Kanonen bestückt, die einem anhaltenden Feuerregen von der Festung St. Elmo gegenüberstanden. Den ganzen Juni und Juli des Jahres 1565 über wurde heftig gekämpft. Tausende von Soldaten wurden getötet. Wenn die Osmanen Ritter gefangen nahmen, dann kreuzigten sie sie zur Verspottung des Kruzifixes und ließen die Kreuze in den Hafen treiben, um die Ritter einzuschüchtern. Die Ritter enthaupteten daraufhin ihre türkischen Gefangenen und schossen die Köpfe zurück ins türkische Lager. Es ging um Leben und Tod. Die Ritter mussten Zeit gewinnen. Wenn sie bis zum Winter aushielten, mussten die Türken umkehren. Bis dahin würden sie jedes erdenkliche Mittel, jede Kriegslist brauchen, um die Türken fernzuhalten. Eines der Mittel, die in den alten Texten beschrieben werden, ist der Feuerreifen. Für die Verteidiger von St. Elmo war dies der Höhepunkt der Krise. Die Männer an der Brüstungsmauer duckten sich unter schwerem Artilleriefeuer. Sie brachten brennende Reifen, die je ein Mann zu beiden Seiten an einer langen Eisenzunge hielt. Sie schleuderten sie über die Brüstung, um damit türkische Bodentruppen zu treffen, die über ihre Angriffsbrücke stürmten. Man nannte sie Feuerwerksreifen. Sie waren tatsächlich mit einer Mischung aus Leinöl, Schießpulver und Wolle beschmiert. Die Idee dahinter war, diese riesigen Feuerräder durch die Luft zu schleudern. Die klebrige Masse an den Reifen war kaum zu löschen. Wie funktionierte so eine ungewöhnliche Waffe in der Praxis? Was war an dem Reifen so innovativ? Konnte man sich dadurch wirklich gegen eine Masse entschlossener und gut ausgestatteter Krieger verteidigen? Der Experte für historische Waffentechnologie, Richard Windley, sucht darauf eine Antwort. Er benutzt dabei die Materialien von damals. Hier haben wir einen Reifen, den wir mit Wolle und Baumwolle umwickeln, die mit brennbaren Ölen getränkt ist. Darüber wickeln wir andere Materialien. Man kann zum Beispiel grobes Sackleinen verwenden. Man verschnürt es möglichst fest und fixiert es mit Draht. Das Ganze wird in flüssiges Pech oder in andere brennbare Verbindungen getaucht. Die brennbare Verbindung, die Richard Windley benutzt, besteht aus natürlichen Ölen und Wachsen, Tierfett und Schießpulver. Zutaten, die den Rittern während der Belagerung zur Verfügung standen. Die Rezeptur war im Mittelalter streng geheim. Damit wurden dann Eisenreifen beschmiert. Weil ich nicht weiß, was nun geschieht, setze ich eine Schutzbrille auf. Sehen wir mal. Nun, er scheint ziemlich lange zu brennen. Interessant, wir können das Pech herabtropfen sehen. Als ich das Pech auftrug, bekam meine Hand ein paar Spritzer ab. Es war sehr, sehr unangenehm. Die kleinste Menge davon klebt auf der Haut und führt zu scheußlichen Verbrennungen. Nachdem Richard Windley das brennbare Material erfolgreich getestet hat, möchte er den Reifen ausprobieren. Am Fuße des Abhangs wurden einige Ziele aufgestellt, die die türkischen Truppen in ihren wallenden Gewändern darstellen sollen. Tausende Türken auf einmal hatten damals die Stellung der Ritter angegriffen. Richard Windleys Aufgabe ist es, sie mittels der Reifen in Brand zu setzen.
Trotz ihrer schlichten Erscheinung richten Richard Windleys Feuerreifen beträchtliche Schäden an. Dies zeigt uns, warum diese Waffe den Rittern so wichtig war. Dank des hochbrennbaren Gemischs brennen die Reifen bis zu 30 Minuten und sind nur schwer zu löschen. 2 bis 3 Soldaten konnten leicht mit einem dieser brennenden Reifen beschäftigt werden. Indem sie hunderte Reifen warfen, stifteten die Ritter Panik und Verwirrung unter den belagernden Soldaten. Sie richteten wohl mehr Schaden an als alle anderen Waffen in ihrem Arsenal. Die ungewöhnlichen Feuerreifen spielten eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Verteidigung der Festung St. Elmo. Die Belagerung dauerte wesentlich länger, als die Ritter vorhergesehen und die Türken gehofft hatten. Vielleicht waren die Reifen das Zünglein an der Waage in dieser wichtigen Schlacht des 16. Jahrhunderts. Die Ritter standen knapp vor der Niederlage. Bis September waren nur noch 600 Mann kampffähig. Doch sie hielten durch. Die osmanische Armee war dezimiert und demoralisiert. Sie gaben die Belagerung auf und segelten gen Osten. Die beiden Mächte trafen aufeinander und die Christen siegten. Dieses Mal mit etwas Geschicklichkeit, ein wenig Glück und einigen neuartigen Waffen. Aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und innovativen Technologie des christlichen Westens wurde das Osmanische Reich binnen 250 Jahren zum kranken Mann am Bosporus und der Westen sollte die Welt beherrschen. In unserer nächsten Entdeckung aus dem Altertum untersuchen wir eine archäologische Stätte, die dunkle Geheimnisse birgt. Wir erforschen eine mysteriöse Welt, in der die Menschen der Antike ihre Kenntnisse des Übernatürlichen nutzten, um das Totenreich auf Erden nachzubilden. In Nordgriechenland entdeckten Archäologen Mitte des 20. Jahrhunderts eine merkwürdige Kultstätte, die über ein Jahrtausend im Verborgenen geblieben war. Es war ein geheimnisvolles Labyrinth aus Gängen und Kammern, die zu einem zentralen Altarbereich führten. In einer unterirdischen Steinkammer entdeckten die Archäologen antike Götterfiguren. Noch faszinierender waren die Überreste einer gewaltigen Maschinerie. Der Altertumshistoriker Michael Scott hat nun vor, die Geheimnisse der Kultstätte zu lüften. Seitdem die Funde 1953 hier ans Licht kamen, geben sie uns große Rätsel auf. Hier haben wir eine leistungsfähige Maschine, Gewichte aus massivem Eisen, Schalträder, die wie ein Bremsmechanismus funktionieren. Manche Leute denken, es handle sich bei dieser Vorrichtung um eine Art Katapult oder gar mehrere Katapulte. Die Eisenteile der Maschine werden auf das 3. Jahrhundert vor Christus datiert. Hatte sie einen militärischen Zweck, so vermuten Experten, dann war es ein Katapult zur Verteidigung der Städte. Doch es gibt noch eine andere Ansicht. Die Maschine stand in Zusammenhang mit kultischen Handlungen, die hier verrichtet wurden. Die Stätte war der Nekromantie gewidmet, der griechische Ausdruck für Totenbefragung. Pilger, ob arm oder reich, kamen von weit her, um ihr Schicksal zu erkunden, indem sie mit den Geistern der Verstorbenen sprachen. An dieser Kultstätte wurde eine Statuette der Göttin Persephone gefunden. Persephone war die Gattin des Hades, des Herrn der Unterwelt. Für Persephone war Hades aus der Unterwelt in die reale Welt gestiegen, um sie als seine Braut in die Unterwelt mitzunehmen. Wir haben hier also keinen wehrhaften Bauernhof oder eine Siedlung, sondern ein Totenorakel. Und diese leistungsfähigen Gewichte und Hebevorrichtungen haben wohl mit dem Orakel zu tun. Doch wozu wurde eine schwere Maschine bei einer religiösen Zeremonie verwendet? Vielleicht bedurften die Pilger einiger Unterstützung, wenn ihnen die Geister erschienen, die sie befragten. Es war damals nicht unüblich, Gläubige mit Hilfe der Mechanik zu inspirieren. Wurde diese Maschinerie zur Geisterbeschwörung anstatt als Katapult benutzt? Michael Scott folgt der Route, auf der auch die Menschen der Antike zu der Stätte gelangten. Doch nicht, um an ihren Mysterien teilzunehmen, sondern um sie aufzuklären. Man entschied sich, ein Totenorakel zu befragen, wenn man spezielle Informationen brauchte, die nur der Tote kannte. Das Totenorakel war eine Art letzter Ausweg. Man musste entweder tollkühn, fremd oder verzweifelt sein, wenn man sich in seine Nähe wagte.
Um die ehrfurchtgebietende Atmosphäre wieder auferstehen zu lassen, hält sich Michael Scott an die Route der antiken Pilger, wie Herodot sie im 5. Jahrhundert vor Christus in seinen Historien beschreibt. Herodot bestimmt den Standort des Orakels im Nordwesten Griechenlands am Fluss Acheron. Er fließt immer noch unweit unserer antiken Städte ins Meer. In der griechischen Mythologie war der Acheron einer der Flüsse, die in den Hades mündeten, also die Unterwelt der Antike. Die Seelen der Toten wurden vom Fährmann Charon übergesetzt. Besucher des Orakels nahmen diesen Weg, der die Nähe der Unterwelt in Erinnerung rief. Hierher an den Acheron zu kommen, dieser Route zu folgen, um zum Orakel zu gelangen, heißt, in die Fußstapfen der alten Griechen zu treten, ihre Reise zu den Antworten, die sie suchten, nachzuvollziehen. Und es ist umso vieles realer, lebendiger und aufregender, ihre Gefühle auf dieser Reise genau verstehen zu lernen. Das griechische Wort für Totenbefragung heißt Nekromanteion. Daraus leitet sich unser Begriff Nekromantie ab. Die heilige Stätte wird in den Schriften von Herodot und Strabo als Tor zur Hölle bezeichnet. 167 vor Christus zerstörten die Römer sie. Danach blieben sie unter dem Schutt der Zeit begraben. Um 1960 wurde die Stätte wieder entdeckt und ausgegraben. Damals entdeckte man die Maschinenteile. Die antiken Beschreibungen für den Standort stimmen. Hier sind das Totenorakel und das Tor zur Unterwelt. Dieser Raum ist vermutlich das Zentrum des Totenorakels. Hier konnten die Besucher des Orakels in Verbindung mit den Seelen ihrer toten Verwandten treten. Das Labyrinth aus Gängen und Kammern bekommt einen Sinn. Jemand, der ein Orakel befragt, wird als Ratsuchender bezeichnet. Nach Reinigungs- und Opferritualen folgt man den engen, gewundenen Gängen ins innerste Heiligtum. Hier wurden die rätselhaften Maschinenteile entdeckt. Nach einem langen Stadium der Vorbereitung und möglicherweise bis zu 29 Fastentagen kam der Ratsuchende vor Betreten des Totenorakels hierher. Vielleicht verabreichte man ihm hier halluzinogene Bohnen und Kräuter, um die Geistervision zu intensivieren, die ihm bevorstand. Hier hielt er sich also auf, bevor er den Raum betrat. Die Halluzinogene vermochten bei dem Ratsuchenden, ein Gefühl der Desorientierung auszulösen. Ihre psychedelischen Wirkungen verstärkten die Empfindungen der Pilger. Es war dunkel, wenn man diesen Raum betrat, so wie jetzt. Die Priester sangen immer intensiver und sorgten für die Atmosphäre. Und dann entsprang aus dem Nichts, aus dem Nebel der Zeit, aus der Unterwelt selbst diese Geistererscheinung. Vielleicht auch der Widerhall einer Stimme, die ihre Frage beantwortete. Wie dies geschah, wirft Rätsel auf, die unsere Forscher zu lüften hoffen. Sie untersuchen eine Theorie, die besagt, dass die mechanischen Teile, die an der Kultstätte gefunden wurden, zu einer Hebebühne gehörten, die die Geister herabsenkte, so wie in der Beschreibung des Herodot. Diese Geister, sollten sie erscheinen, wurden wahrscheinlich von oben abgeseilt. Sie wurden über eine Art Kran aus einem darüberliegenden Geschoss herabgelassen. Damit wir uns ganz sicher sind, müssen wir es ausprobieren. Waren diese Geister etwa Menschen? Der Experte für antike Technologien, Richard Windley, benutzt die wiedergefundenen Eisenteile als Vorlage und rekonstruiert so eine mechanische Hebebühne, die in einem Raum oberhalb des zentralen Heiligtums befestigt gewesen sein könnte. Es gibt hier ein, zwei sehr rätselhafte, zahnradartige Objekte. Meinem Gefühl nach sind es keine Zahnräder. Sie sehen eher aus wie Sperrräder. Das würde zu einer einfachen Windentechnologie passen. Michael Scott trifft Richard Windley in unserer Testwerkstatt. Hier wollen sie herausfinden, wie antike Priester Geister aus der Unterwelt erschufen. Um den Priester herabzulassen, hat Richard Windley eine Kranwinde gebastelt. Mittels einer Handkurbel senkt er einen Gegenstand ab. Das Prinzip entspricht dem der Winde eines Abschleppwagens. Die Maschine besteht aus Eisen und Holz
Auf einer Seite der Achse sitzt ein Sperrrad, das das Herunterrasseln des Gewichts verhindert. Mit einer langen, großen Handkurbel erreicht man eine größere Hebelwirkung bei dieser relativ kleinen Achse, um die wir jetzt die Leine wickeln. Bei jeder vollen Umdrehung der Handkurbel bewegt sich die Leine nur ein kleines Stück. Die Kurbel bewegt sich um knapp einen Meter mehr als die Leine. Indem Richard Windley den Hebelarm nutzt, vermag er bis zu 136 Kilogramm über die Leine anzuheben, obwohl er nur wenig Kraft für die Handkurbel aufwendet. Um diesen Kahn auszuprobieren, haben wir die archäologische Stätte nachgebaut. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein Ratsuchender, der das Totenorakel betritt. Richard im ersten Geschoss befindet sich nun an der Stelle, wo es ein verstecktes Zwischengeschoss mit dem verborgenen Kahn gäbe. Darunter haben wir unseren Stuntman John postiert. Er spielt den Priester, der herabgelassen wird und als Geist eines Verstorbenen Fragen beantwortet. Solche Maschinen waren in den antiken Theatern üblich, um Götter aus dem Himmel auf die Bühne herabzulassen. Hier wurden sie verwendet, um Geister aus der Unterwelt zu beschwören. In ihrem wirren Geisteszustand, dem Lärm und dem flackernden Licht des Heiligtums, mochten die Ratsuchenden geglaubt haben, einen Geist vor sich zu haben. Wenn der Ratsuchende in die Kammer kam und durch die Rauchschwaden blickte, täuschte der Priester vor, der Geist eines Verstorbenen zu sein. Der Ratsuchende war so weit gekommen und konnte nun endlich die ersehnten Antworten erhalten. Die Befragung endete mit der Verkündung des Orakels. Der Ratsuchende durfte kein Wort über das Erlebte verlieren. Er wurde durch eine Seitentür nach draußen begleitet und glaubte fest an seine Begegnung mit dem Toten. Es war keine Frage des Glaubens oder Nichtglaubens. Die Tatsache, dass die Götter die Welt beherrschten, war unumstößlich. Ebenso, dass die Toten in der Unterwelt lebten. So waren die Dinge einfach. Wenn sie also herkamen und sahen, wie die Geister der Toten sich erhoben, dann haben sie gewiss daran geglaubt. Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln. Die archäologischen Ausgrabungen in Griechenland und die Versuche auf unserem Testgelände haben die Technologie hinter dem Übernatürlichen enthüllt. Jetzt wissen wir, dass hinter den Geistererscheinungen nicht Magie, sondern Technik steckte. Religionen, Kulte und Geheimgesellschaften strebten danach, das Übernatürliche in unsere Welt zu bringen, das Okkulte real werden zu lassen. Sie haben auch die Technik in Anspruch genommen, um ihre Gefolgschaft zu inspirieren und manchmal zu manipulieren. Nicht nur den Menschen der Antike lag daran, das Übernatürliche zu erkunden und Wissenschaft und Okkultismus zu vereinen. Diese Sehnsucht treibt uns noch heute an.